halt echt nervig hier. Muss ich noch gucken, wie ich das handle. Vielleicht werfe ich auch einen ganzen Block rein. Alter. Und sehr schön. Ja, das sieht doch toll aus. Was sagst du, Tom? Gefällt's dir? Was wo? Oh lol. Vor allem du du gehst ja schon zum 10. Mal vorbei und dann guckst du dich mal um und dann so, oh lol. Nee, aber ja, ich bin minimal konzentriert. Man merkt's. Aber es passt so, oder? Definitiv, ja. Okay. Also ein ganz ein eigener Stil. So kann man das auch machen. Okay. Interessant. Ne, aber das lassen wir mal lieber. Ich weiß nicht, ob ich nur die Aufgänge so machen soll oder auch hier oben ein bisschen arbeiten soll mit dem. Vielleicht an der Decke, aber sonst nirgends. Naja, dann los, dann haben wir noch. Sehr gut. Was machst du die ganze Zeit kaputt, Tom? Das sind die Accelerator. Accelerator? Crystal Growth Accelerator. Was macht die genau? Du musst ja diese puren Kristalle machen. Ja. Yeah. Aber also die machen so ein Geräusch, wenn sie fertig sind, als wenn ein Glas zerbrechen würde, oder was? Nein, die machen so ein Geräusch, wenn sie zerstört werden. Okay. Ah. Okay. I see. Wenigstens ist dann mal hier ausgeleuchtet. Weil der Leuchteffekt, egal wie sehr man diese Blöcke zerkleinert, immer bleibt. Ziemlich praktisch. Spart man sich einiges an Ressourcen. Und ja. Mit Microblocks zu arbeiten ist zwar ein bisschen aufwendig, aber im Endeffekt ist es dann auch verdammt ergiebig. Energy Acceptor, das war der Block. Ist es schon recht weit? Geht. Geht. Und das war ein Nein. Oh.
Das ist der letzte Aufgang hier, der mit diesen LEDs ausgestattet wird. Ja, sieht ziemlich krass aus. Gefällt mir. Vor allem, ich halte es hier heroben eher dezent und bei den Gängen hier mache ich es halt ein bisschen mehr ausgefallener. Ich merk's. So. Ich meine, es sieht halt schon cool aus. Das bedeutet, wir brauchen einen Charger. Oh lol, die Erzkiste ist ja voll. Ja, die eine. Was, die... Achso, ja, die habe ich ja ausgewechselt. Oh. Grüß mich an? Ja. Okay. Ich wollte gerade, dass sie beim Screenshot herguckt. Aber ich glaube, jetzt ist genug Basalt auch gebraten. Das kann ich ein bisschen bei meinem Häuschen weiterbauen. Müsste hier drin sein, ja. Warum ist es überhaupt so? Ich kann ja einfach die Stacks hier reinziehen. Und. Uff. Okay. Ein bisschen viel gebaut dabei. Egal. Egal. Das Gute ist, geladene Zertusquarzkristalle sind hier gar nicht so selten. Also schon. Schon selten, aber jetzt nicht so arg selten. Okay. Vor allem, ich habe jetzt so wenige gesehen. Weil ihr jetzt schon wieder mehrere aus der Quarry geholt habt. Okay. Ich kann mich erinnern, in Feed the Beast waren die irgendwie voll selten. Ja, definitiv, aber man hat dann trotzdem genug gehabt davon. Ja, das stimmt. So. Denn hier zusammen, ey, come on. Wie mache ich denn hier den Übergang, Alter? Nur eine einzelne Ecke haben. So. Oh, auf jeden Fall wieder mehr Marbel. Hey Tom, hat eigentlich die Quarry Marbel abgebaut? Hat sie. Sehr gut. Und ich hab bereits eine Barrel bei uns hingeschmissen. Optimal. Danke Tom. Cat gerade wieder in den Call. Ja, die telefoniert mit ihrem besten Freund. Okay.
So, jetzt bauen wir natürlich auch mal wieder ein bisschen im Häuschen weiter. Hab ich ja nicht gesagt. Und jetzt mache ich es trotzdem noch. Uff. Muss ich ja fast die Wand eins wegmachen hier, dass das symmetrisch aussieht. Ja, dann machen wir das so. Sehr viel am Bauen gerade. Eigentlich nur bauen. Wir müssen halt jetzt mal ein bisschen weitermachen hier. Wir sollen ja auch mal eine geile Hütte haben. Also, ich möchte auf jeden Fall eine haben. Gehört ihr auch dazu? So. So. Nach oben. Oh. Da. Das geht auf jeden Fall richtig ab, ey. Mit den ganzen Ressourcen hier und so können wir uns richtig austoben. Was Geiles machen. Das stimmt. Es ist optimal, boy. Vor allem, wenn wir dann endlich das ME-System haben, Alter. Nach dem ME-System kommt die Ender Quarry Hofe. Was zum Teufel, Tom? It's escalating. Mit der Ender Quarry eskaliert, ja. Kennt man. Sieht's hier aus? Nee, das gehört nur noch eins weiter. So gehört's. Uff, nee, das sieht scheiße aus. No! Nein. Oh no! Du siehst scheiße aus. Ja, es ist symmetrisch. Ja. Oh, und ich freue mich schon wieder auf den nächsten Stream am Sonntag. Oh, was streamst? Bin am überlegen, aber ich glaube wieder MTG Arena. Mal gucken. Also ich glaube mal. 1, 2, 3. Ne, geht sich natürlich nicht aus. Machen wir das hier hin. Ne. Das war genau wieder falsch. Läuft. Oh Mann, ey, was mache ich denn jetzt gerade? Ich bin halt gerade so verpeilt irgendwie. So. So. Jetzt stehen die auch einigermaßen okay da. Das Gute ist, mit dem ME-System braucht man keine Sorgen mehr machen, wohin ich was gelegt habe. Einfach in die Suchleiste eintippen und man hat's. Ja. Das ist so die Erleichterung. Hier kommt dann nach überall Glas rein. Dann sieht das ja doch schon ziemlich geil aus hier. Ich brauche wieder dieses Darkwood.
Habe ich denn das hingepackt? Haben wir überhaupt Darkwood? Man weiß es nicht. Ich glaube schon. Schauen wir schnell nach. Darkwood. Hier ist noch ein bisschen was. Normales Holz. Eine ganze Kiste voll Erze, warum nicht? Also Barren eigentlich. Wir haben das alles schon verarbeitet. Nee, Darkwood muss ich wieder mal holen. Oder ich baue das nächste Mal einfach eine Baumfarm. Ich glaube, das wäre... Ja, ja. Ich kümmere mich das nächste Mal um die Baumfarm. Okay. Das ist gut. Dann haben wir auch mal unendlich Holz. Hi. Hallo. Sieht doch schon mal nach was aus. Fällt mir. Wie die Spitzhacke von mir so schnell abbaut, Alter, dass sie immer die Erdblöcke. Kuh, geh weg. Abbaut. Ach. Wir haben schon einiges an Dörfern. Mhm. Das Interessante ist ja, dass sie interagieren ja alle miteinander irgendwie. Das ist so krass. Sie greifen sich ja gegenseitig an. Ja. Oder sie kooperieren miteinander. Das gibt es ja auch. Boah, hier ist aber dunkel, Alter. Okay. Sieht schon besser aus. Fällt mir gut. Ab ins Bett. So, jetzt haben wir aus. Skystone. Vor allem das Automatisieren von den Speichermodulen ist halt nicht mal so einfach. Da habe ich mich auch richtig lange damit beschäftigen müssen, dass das funktioniert. Bei was, man? Ja, im E-System. Man kann ja auch die Speichermodule automatisieren. Ich hoffe, es geht da auch so. Aber ich habe ja die. Na, welche waren es? Die 64er automatisiert gehabt. Same, ja. Da habe ich mal eine ganze Station unter meinem Haus gebaut. Mhm. Sieht ja sehr awesome aus. Ja. Ach, das sind normalen. No. Ja, ich bleib, glaube ich, bei dem Darkwood Marmor Basaltstein. Das finde ich halt ziemlich geil. Ja, da cool. Danke. Ich glaube, ich noch ein bisschen Terraforming machen. Ey. Sieht kacke aus. Die Kuh bringt sich gerade mit der Enderlilie um. Alter, bitte. Oh, bitte. Chill dein Leben. Mu es. Mu es. Weißt du, von woher das ist? Timmy. Ja. Timmy Turner.
War auch eine Serie früher, die ich mir immer angeguckt habe. Hat halt so einen gestörten Humor gehabt. Das ist einfach genau gepasst. Das war circa so wie, keine Ahnung, das ist ein guter Vergleich dafür, wie Family Guy. Auch einfach nur einen gestörten Humor und ist halt deswegen einfach nur awesome. Und wirklich so. Das ist dann wieder mal eine mega fette Treppe hier runter. Wir haben genau richtig gebaut, oder? Ja, schön. Schön connected. Gott, das war gerade so satisfying. Satisfying. Das. Was ist das? Ich glaube, sie spielen fast auf. Also, ihr bist vorhin streamt auf ihrem, auf seinem PC? Und die reden halt mit. Und ich glaube, sie spielen Phasmophobia. Phasmophobia, okay. Ich habe schon mal gesagt. Also, nicht falls, falls die gleich schreit. Cat ist ja auch so eine Zockername, oder? Nicht so. Früher mehr, ich denke mal. Okay. Aber viel zu tun. Und das ja, jetzt am, sowieso. Ja. Stich, ey. Ja, und immer. Aber ich meine, Animal Crossing spezifisch. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Aber jetzt gerade Animal. Ja, also bei Animal Crossing ist es halt dann auch so, dass es irgendwann wieder einen Punkt gibt, wo du dir halt denkst, ey, ich habe jetzt eigentlich so ziemlich das Wichtigste erreicht, ich habe keinen Bock mehr. Leider. Also, es sieht eigentlich nicht mehr so schlecht aus für mich, das Haus. Sieht gar nicht so. So. Das ist doch fein. Okay, komm. Ich glaube, wir sind schon am Ende angelangt. Ah, okay. Das muss ich jetzt nicht vertun. Wird diesen ME Driver Craft. Fast. Ja. Und dann sind wir eigentlich mit heute, also mit der heutigen Aufnahmesession schon fertig, ey. Und das. Es geht voran, ey, Alter. Es ist richtig fein. Mittlerweile schon. Oh mein Gott! Cat am Ausrasten. Okay, nein, ich glaube, ich bin Slender. Jetzt glaube ich, ich bin Slender. Slenderman? Wirklich? Ja, irgendwie sowas. Geil. War ich richtig. Na gut, Tom. Zeit wird's, wir müssen die Session beenden. Und ja, also das sieht von außen sieht das halt auch geil aus, wenn wir das wirklich so ausschmücken mit diesen blauen Neon-Lampen und so. Wenn man da so hineinguckt, das sieht, ich finde das hat was. Es sieht ziemlich cool aus. Naja, gut.
Leute, dann war's das wieder für heute. Wieder mal eine sehr baulastige Folge. Aber wir sind auf jeden Fall viel weiter gekommen. Und das nächste Mal kümmern wir uns um die Baumfarm. Und eine kleine andere Idee habe ich natürlich auch noch. Leute, wie immer nicht vergessen, in der Videobeschreibung ist ein Link, falls ihr mal einen Nitrado-Server hosten wollt über Nitrado. Klickt auf den Link, damit könnt ihr kostenlos den Kanal unterstützen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, in diesem Sinne, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Tech It Light Plus. Ciao!